Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ein bisschen abgehackt am Anfang, aber hey, wir sind mal nicht so streng. Ja, nachdem ich jetzt letztes Mal am Mittwoch vom fairen Essen geredet habe und was ich eigentlich da esse und mir mal da Gedanken drüber gemacht habe, sind mir mal andere Sachen noch eingefallen, die ich so mal bereden wollte. Und deswegen willkommen zur Freitagslaverei. Hat nur schon lange nicht mehr, glaube ich. Naja, sei es drum. Gut, heute geht es um Folgendes. Ich habe jetzt vor kurzem beim WDR oder was? Ach, okay. Keine Angabe auf welchem Sender, weil Elena weiß meistens nie, wo sie die Informationen her hat, weil sie ein Datenschwamm ist. Sie sorgt einfach alles auf, merkt sich's und dann irgendwann kommt es wieder raus. Das klingt irgendwie voll eklig gerade so. Okay, es tut mir leid. Ja. Aber ich habe Folgendes gesehen. Da ging es um einen Bericht. Da hat einer einen Test gemacht. Er hat zweierlei Pullover verkauft. Einen mit Fair Trade, also wo man fair gehandelt wurde. Und einen, der nicht Fair Trade war. Und er hat dann mal geguckt, wie viele Leute das Fair Trade Produkt kaufen und wie viele das nicht Fair Trade Produkt kaufen. Dann habe ich kurz nicht aufgepasst und verpasst, wie die Quote davon war. Tut mir leid, sonst könnte ich euch jetzt mehr sagen. Aber als ich dann mal so drüber nachgedacht habe, weil das Fairtrade-Produkt war natürlich teurer, habe ich mir dann im ersten Moment gedacht, Umweltschutz ist anscheinend nur was für Reiche. Und dann bin ich ins Grübeln gekommen für mich so. Und dann habe ich mir eine App runtergeladen, die anhand vom QR-Code, das ist dieser Zahlencode, der auf allen Shampoo und allen möglichen Sachen drauf ist, und habe mal anhand von dem geguckt, wie viele meiner, also habe mal nur gefiltert nach, wie viele Sachen von meinen Produkten her Mikroplastik enthalten und wie viele davon noch andere schädliche Sachen enthalten. Und bin dann zum schockierenden Ergebnis gekommen, ich habe nicht ein einziges Produkt, das irgendwie auch nur ansatzweise umweltschonend ist. Mama, das ist nicht nett, jetzt zu lachen. Das ist nicht nett. Ich gehe das nächste Mal mit dem Scanner über deine Produkte. Mal schauen, ob du besser rauskommst. Okay. Ja, und es war dann so, dass ich mir dann so überlegt habe, eigentlich ist das blöd. Weil ich bin ja jemand, ich will wirklich gerne die Umwelt schützen in gewisser Form, weil ich sage, wir müssen was tun, weil wir haben nur eine Erde. Aber dieses Mikroplastik, das ist gefühlt überall drin, was ich so brauche. Und ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich gehe und gucke, ob ich ein anderes Shampoo finde, das kein Mikroplastik enthält oder so, oder ob ich ein anderes Duschgel finde, das kein Mikroplastik enthält. Weil ich bin extrem empfindlich, wenn es um sowas geht. Und es kann bei mir passieren, wenn ich das falsche Shampoo benutze oder die falsche Ding, dass es mich dann furchtbar juckt. Und dann muss ich ein zweites Mal in die Dusche, um das Zeug wegzumachen. Also ich meine, ich dusche natürlich schon den Schaum ab, aber ich meine dann nochmal in die Dusche, um mich nur mit klarem Wasser abzuduschen, weil ich das Mittel nicht vertrage. Und bei aller Liebe zur Umwelt, ich kann das Wasser nicht leiden. Also ich habe da irgendwie, ich weiß jetzt nicht, woher es kommt, aber ich kann das Wasser irgendwie nicht so leiden, dass ich das Bedürfnis habe, zweimal in der Woche duschen zu gehen. Und deswegen ist es schon bei mir so, dass es sehr schwierig war, Produkte zu finden, die für mich ansatzweise gut waren. Als Beispiel, ich habe ja jetzt gerade diesen Adventskalender von Douglas. Und ganz ehrlich, wie ich schon in meinem Video sich selbst Angst machen gesagt habe, habe ich extrem Angst davor, wie mein Körper auf die Produkte reagiert. Und wenn ich das mal, oder sowas wie auch auf die Gerüche, ich meine, ich habe so viele Shampoos probiert, bis ich eins gefunden habe, bei dem ich nicht gedacht habe, ich reihe gleich einmal quer die Straße entlang, weil es zu sehr nach Duftmitteln riecht. Und das klingt jetzt alles so nach voll den Ausreden, aber das ist bei mir das Problem. Und dann habe ich mir so überlegt, aber was mache ich jetzt? Ich möchte einerseits die Umwelt schützen. Andererseits enthält gefühlt alles, was ich habe, Mikroplastik. Und ich würde mich nicht wundern, wenn ich das nächste Mal eine Lasagne abscanne und da auch Mikroplastik drin ist. Ich habe so das Gefühl, das ist gerade so, das wird verteilt wie Bonbons, das ist überall drin.
Und andererseits möchte ich natürlich auch solche Sachen machen, wie zum Beispiel die Kinder und so weiter schonen, indem ich keine Kinderarbeit fördere. Aber im Grunde, und das ist etwas, wo ich mal ganz ehrlich zu mir selbst sein muss, ist es doch so, egal was du dir elektronisches zulegst, egal ob es jetzt nur eine DVD ist oder ein Spiel oder wie auch immer, ist in gewisser Form immer ein ganz klein bisschen, wenn es nur so nur diese eine Draht drin ist, den eine Firma gekauft hat, ohne zu wissen, dass da Kinderarbeit dabei ist. Ich will mich mal nicht unterstellen, dass die Firmen das fördern, aber kann es immer sein, dass irgendwo ein bisschen Kinderarbeit drin ist. Und ja, das finde ich dann irgendwie so schwierig, weil du kannst irgendwie. Kannst du überhaupt noch irgendwas guten Gewissens machen? Das war so die Frage, die ich mir gestellt habe. Okay, ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass ich, als ich dann mit dem Mikroplastik-Shampoo geduscht habe, habe ich mir gedacht, dann ärgere ich halt heute mal die Grünen, sei es drum. Nichts mit Umweltschutz. Dafür pflanze ich nächsten Monat dann einen Baum. Aber ich glaube nicht, dass man das so ausgleichen kann. Weil alles, was wir tun, hat ja ein Für und ein Wider. Und wenn wir zum Beispiel einmal im Monat mit Mikroplastik baden oder duschen und dabei eben drei, vier Produkte brauchen, und dann ist es auch nicht viel besser, als wenn du sagst, ich dusche ja nur einmal im Monat, da ist doch viel weniger drin. Wenn du das sagst, wenn du dann trotzdem vier Produkte benutzt, wenn du dann wiederum sagst, zu jemandem anders, der jeden Tag damit duscht, das ist ja so furchtbar. Also ich weiß nicht, es kommt immer darauf an, wie man das betrachtet. Ich betrachte es von dem Aspekt, ich versuche die Umwelt anders zu schonen, indem ich zum Beispiel sei immer mit meinen Stofftüten durch die Gegend laufe und versuche so das Plastik etwas weniger zu fördern. Ich muss zugeben, ich habe leider Gottes, habe ich nun mal, wenn ich mein Wasser trinke, habe ich Krummbach und das in der PET-Flasche. Und ich weiß, es gibt es auch in der Glasflasche, aber erstens ist es teurer und zweitens ist es viel schwerer. Und ich glaube, das ist so dieses Problem, das man oft bei solchen Sachen hat, dass es erstens mal teurer ist und zweitens mal komplizierter. Also ich habe zum Beispiel, also ich würde jetzt sagen, ich würde mir nur fair gehandelte Kleidung kaufen, wenn ich zum Beispiel wüsste, dass sie auch preiswerter ist. Also nicht preiswerter als die normalen Produkte, sondern einfach der gleiche Preis hat. Weil dann wäre es für mich sozusagen, würde ich sagen, okay. Aber wenn ich mir da vorstelle, dass ich mir jetzt beim New Yorker ein T-Shirt für 10 Euro kaufe und dann wieder irgendwo ein Fairtrade-Produkt kaufen würde, wo ein T-Shirt dann wiederum 25 kostet, nur als Beispiel. Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber als Beispiel. Dann muss man das, dann rechne ich es wieder hoch, nämlich, naja, wenn ich einen ganzen Kleiderschrank brauche und sagen wir mal, ich wechsle mindestens einmal im Monat das T-Shirt, dann brauche ich ja mindestens zwei T-Shirts. Dann bin ich beim New Yorker bei 20 Euro, bei den Fairtrade-Artikeln schon bei 50. Wenn man das läppert sich einfach. Und wir wollen mal ganz ehrlich sein, die Welt wird nicht mehr preiswerter, sondern sie wird irgendwie immer teurer. Und wenn ich dann die Wahl habe zwischen, kaufe ich mir Cannelloni, damit ich sie mit Spinat befüllen kann, oder kaufe ich mir ein T-Shirt, das fair gehandelt ist, dann ist irgendwie die Entscheidung für mich recht schnell getroffen. Nämlich, dass ich heute Abend Cannelloni esse. Entschuldigt. Ja, aber ich möchte einfach mal damit, mit diesem Video möchte ich nicht dazu aufrufen, zu sagen, wir sollten die Fair Trade Artikel meiden, sondern ich möchte dazu einfach mal wieder in Erinnerung rufen, dass wir nur eine Erde haben. Und dass es irgendwie auch so ist, dass wir nur diese eine Erde zur Verfügung haben und dass wir auch alle Menschen sind und dass wir alle gleichwertig sind. Egal, wo wir herkommen und egal, wie viel Geld wir haben und egal, wie groß oder alt oder jung oder weißt du Geier, was wir sind. Und dass ich dann einfach für mich das so sehe, dass ich dann wenigstens den Versuch tätigen möchte, etwas für die Umwelt und für die Menschen zu tun. Ich tue es jetzt nicht, weil ich irgendwie das Bedürfnis habe, die Menschheit zu retten, aber ich tue es, weil ich einfach für mich das denke.
irgendwann in ein paar Jahren könnte es sonst sein, dass wir im Sommer Schnee haben und im Winter dann Sonnenschein, dass alles zu spät ist. Und das finde ich irgendwie einen unangenehmen Gedanken. Naja, das war eigentlich alles, was ich dazu mal sagen wollte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie irgendwas gesagt habe oder ob ich nur im Kreis rumgeleiert habe. Könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Oder ihr könnt mir auf Twitter und Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende, auch wenn dieses Thema schwere Kost war. Ja, wir sehen uns am nächsten Mittwoch wieder. Dann ist es schon fast vor Weihnachten. Kann man es glauben? Ich nicht. Ja, wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao. Stupide lache ich in die Kamera, weil ich vergesse zu drücken. Ja, das ist die Kunst der Elena. Punkt.